Die Sorge der Investoren vor einer Verschärfung der Finanzkrise in Griechenland lässt auch den Goldpreis steigen. In Euro gerechnet ist das Edelmetall sogar auf ein neues Allzeithoch von über 863 Euro je Feinunze gestiegen. Aber auch auf Dollarbasis konnte der Goldpreis stark zulegen. Und dazu begrüße ich bei uns im Studio Thorsten Schulte, er ist Edelmetallexperte. Wie sehen Sie die weiteren Perspektiven für den Goldpreis? Es wird in den nächsten Jahren weiter aufwärts gehen. Also von einer Goldblase ist es noch viel zu früh, heute zu sprechen. Gold und Goldminen machen gerade mal 2% des Weltfinanzvermögens aus aktuell. Wir waren Anfang der 80er Jahre bei fast 26%. Also wenn wir dorthin zurück wollen, dann haben wir noch gehörig Luft nach oben. Aber interessant ist auch, es gibt einen Paradigmenwechsel im Goldmarkt zu beobachten. Die Zentralbanken sind seit März 2009 auf der Käuferseite. Sie bauen ihre Bestände auf um über 700 Tonnen seit März 2009. In den 80er und 90er Jahren hatten sie noch über 6000 Tonnen abgebaut. Diesen Paradigmenwechsel, den konnten wir auch 1968, also lange zurück, beobachten. Und danach hat sich der Goldpreis dann sogar ver-24-facht Ende der 60er und in den 70er Jahren. Also ich bin zuversichtlich, allen Unkenrufen zum Trotz. Wir sind aktuell bei 1150 Dollar etwa beim Goldpreis. Wo sehen Sie da weiteres Potenzial? Also ich, da wir Euro-Anleger sind, ist mir wichtig zu sagen, wir waren heute bei 863 Euro je Unze. 2003 waren es noch weniger als 300 Euro für eine Unze Gold. Und ich sehe für die nächsten zwei, drei Jahre hier durchaus auch 2000 Euro als realistisch an. Nicht morgen und nicht übermorgen. Es wird auch Rückschläge zwischenzeitlich geben. Aber auf Sicht von zwei, drei Jahren sollte man zuversichtlich sein. Dann fragt sich der Anleger, wie kann ich investieren? Eher physisch. Sie haben uns eine kleine Goldmünze auch mitgebracht. Die steckt wohl verstaut in der Hosentasche. Ich greife mal eben in die Tasche. Also das ist eine kleine, winzige, 31,1 Gramm schwere Feinunze Gold. Auch nett anzuschauen. Ich denke, physische Investments sind einfach wichtig. Ja. Ich sage immer beim Silber, zu dem wir gleich noch kommen, dass die Papierforderungen auf Silber beim 15-fachen der jährlichen Minenproduktion liegen. Beim Gold kommen wir auf ähnliche Werte. Und deshalb sage ich, ein Grundstock in physischer Form ist wichtig. Aber ich habe Ihnen auch börsengehandelte Fonds mitgebracht, Exchange-Traded Funds, einmal der Zürcher Kantonalbank und von Julius Baer. Mhm. Der von Julius Baer ist währungsgesichert, also für diejenigen, die glauben, Griechenland-Krise ist bald ausgestanden und der Euro wird sich dann wieder erholen können, der kann dann mit solchen währungsgesicherten Fonds von Julius Baer dann eben am Goldpreis partizipieren. Und hier haben wir sie auch nochmal eingeblendet. Übrigens im Internet werden wir später auch dieses Gespräch nochmal zur Verfügung stellen, wenn Sie jetzt die langen ISIN-Nummern, liebe Zuschauer, so schnell natürlich nicht mitschreiben können, unter n24.de. Kommen wir zum Silber. Sie nennen sich selbst ja der Silberjunge, weil Sie sagen, das ist eine Ihrer Devisen, Gold ist gut, Silber ist besser. Warum? Ja. Also für mich ist interessant zu sehen, dass die Silberproduktion in der Geschichte der Menschheit bis zum heutigen Tage beim ca. 8-fachen der Goldproduktion lag. Dennoch kostet eine Unze Gold das 63-fache einer Unze Silber, einfach weil die Menschen mehr Gold die Rolle als Wertaufbewahrungsmittel zubilligen. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Silber ist wesentlich unterbewertet und Silber spielt eine wichtige Rolle in der Industrie. Im Mobilfunktelefon sind ja 250 Milligramm Silber als Beispiel, sind auch 250 Tonnen bei über einer Milliarde Handys. Die industrielle Nachfrage wird jetzt auch wieder steigen. Wir hatten im letzten Jahr eine Durchstrecke. Aber es geht jetzt auch hier mit der industriellen Nachfrage nach oben. Und Silber ist für mich also nicht nur Edelmetall, sondern in gewisser Weise auch wichtig für die Industrie, Industriemetall. Und diese Kombination, die macht Silber in den nächsten Jahren aus meiner Sicht unheimlich als Investment attraktiv. Da gibt es auch entsprechende Silber-ETFs, die wir schon einblenden. Sie haben uns aber auch eine Silbermünze mitgebracht, die ist wesentlich größer als die Goldmünze. Also ist das ein Problem, dass Silber jetzt mehr Platz und Gewicht in Anspruch nimmt bei der... Wer entsprechende Vermögenswerte hierin investiert, hat in der Tat irgendwann ein Platzproblem. Aber der Vorteil bei physischen Investments, auch bei Silber wie beim Gold, ist der, hier greift keine Abgeltungssteuer. Hier gilt noch die alte Spekulationssteuer. Wer das länger als ein Jahr hält, der kann es steuerfrei, kann Gewinne steuerfrei kassieren. Und das ist ein Punkt, der eben auch für die physische Anlage spricht. Mehrwertsteuer ist aber dabei. Zu beachten ist nur, hier gelten bei der Münze 7% Mehrwertsteuer, hier bei der Goldunze, die ist natürlich mehrwertsteuerfrei. Okay, alles klar. Dankeschön, Thorsten Schulte.